Wilde Geschöpfe hier, die sind auch für die Fischmöglichkeiten. Da können wir echt was lachen. Die Leute auch noch mal unterstützen. Der Kopf in den Springen. Je nachdem, wie effektiv das System heute arbeitet, wie es aufgestellt ist, ist natürlich das Auto einmal vorne, einmal sitzen wieder ein bisschen besser. Links, rechts, so wie sie da bewegt, Side to Side. Das Auto tendiert eigentlich dazu, früher oder später mal auf eine Seite rechts zu schieben. Da ist er oben, genau. Er kommt aber nicht. Wir haben natürlich den Druck da drin, ein bisschen begrenzt. Wir müssen jetzt den Druck noch ein bisschen hochdrehen, dann würde er wirklich gut fallen. Ich glaube, die wollen heute nicht sehen, oder? Wollen wir das mal sehen? Ja, okay. Ich glaube, wer der Druck da drin ist, machen wir. Natürlich, richtig. Also, Wir erstmal nochmal ein bisschen nach vorne. Wecke. Damit das Auto mit allen vielen Zeitgleich vom Boden abhängt. Und es ist nicht wirklich einfach. Auf der Tour muss das Gewicht vom Fahrzeug idealerweise besten ausverlieren. Bei 50-50 war es versucht, aber wir haben es nicht hundertprozentig geschafft, das Gewicht vom Auto tatsächlich perfekt auszugleichen. Allerdings ist es versucht, es noch. Bunny, und wie gesagt, es ist alles noch im Ausbau und das Ziel ist es eigentlich, früher und später mit diesem Auto mal einen Meter mit allen Vieren vom Boden abzuheben. Allerdings ist dann so wild, wenn er wieder auskommt davon. Und er verpasst sich zu einer oder anderen Seite, dann fällt er automatisch um. Müsst ihr mal auf mein Video oder auf YouTube oder wie es gerade heißt, gucken. In Amerika ist es natürlich auch okay, wenn solche Autos mal umzuschmeißen. Aber die haben das ein bisschen besser gelöst, beziehungsweise das ist besser. Ja.